Hallo, willkommen zurück zu XCOM 2, das Tactical Legacy Pack. Wir sind hier im dritten Einsatz und müssen hier Zivilisten retten. Das mache ich doch immer gerne. Okay, Sophia, guck mal. Das sind schon mal Zivilisten, das ist schon mal gut. Radford, gehen wir hier hin. Oh, Kontakt. Offizier und zwei normale. Unser Scharfschütze 70% ist relativ okay. Daryl. Daryl, geh du mal hier hin. Wessen muss ich hier schon eskalieren mit der Granat? Die Veronika. Ich würde sie ja gerne hier hinpacken, aber schon du hier 46 ist nicht so die Welt. Scharfschütze. Hier wäre, denke ich, ein ganz guter Platz. Aber da müsste ich mit der Pistole, eventuell mit der Pistole auf die Hinterdänne. Das könnte man mal probieren. 50%! Na komm. Oh ja. Oh ja. Sehr geil. Veronika, komm mal bestimmt mal hier hin. Oh, ich habe hier einen Sprengschuss. Sag mal, du hast 42% auf deine Bursche und du hast 44%. Wenn jetzt wenn du einen Sprengschuss auf denen machst. Das probieren wir gerade mal. Das ist doch schon mal gut und da müsste Daryl doch ganz gute Chance haben, oder? Na, ich nicht. Irgendwas stimmt hier aber nicht. Okay. Es ist ein Anfang. Das probiere ich einfach mal. Oh ja. So, und du, Ende 40%, das ist besser als nichts. Oh, Bradford ist gut dabei. Muss mich zusammenreißen. Bradford ist gut dabei. Roboter. Das ist aber. Das war nicht so abgesprochen. Aber es ist so überhaupt nicht. Dass die jetzt schon mit Max kommen. Und hinrennen, na, gerannt. Als wir uns der Bar näherten, funktionierte mein kleines Team schon recht gut und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine ansehnliche Anzahl von Aliens ins Jenseits befördert. Das ist zumindest die einzige Erklärung, die mir für das plötzliche Auftauchen unzähliger Aliens in den Sinn kam. So, unser Scharfschütze müsste ein bisschen näher ran, du bist ziemlich weit weg vom Schuss. Ebenso unsere Grenadiere. Warte mal, was ich probiere könnte. Sophie. Soll ich so mutig sein? Oder warte mal, Bradford geht hier hin, da haben wir schon mal einer gesichert. Es wäre die Frage, sind hier auch Faceless dabei? Weil bei der anderen Mission im Hauptspiel verstecke sich hier immer Faceless dabei. Wie kommt man hierher? So, wo gehen ihr hin? Ich weiß nicht, ist das Auto schon explodiert? Unsicher. Na, gehen wir mal nur hier hin. Veronika. Veronika, der Lenz ist da. Oder heißt heutzutage Veronika, der Jens ist da. nee. Dumm, die dumm. Ja, die durch die Lüfte sind ziemlich weit dahin. Ne? Der Dorin durch die Halbbar versucht sich irgendwie zu retten. Oh, und der Hünne muss dann Action sein. Oh ja. Oh, aber hallo. Priester. Hätte ich bleibe im Haus stehen, der Zivilist dabei. Oh, wunderbar. Wunderbar.
Es gab damals noch eine Handvoll unabhängiger Läden, die sich trotz der Besatzung zu halten versuchten. In manchen Gegenden wirkte das Leben beinahe normal. Aber Advent duldete das nicht. Ständig zunehmende Verbote von nicht autorisierten Nahrungsquellen machten es so gut wie unmöglich, nicht in eines der neuen Stadtzentren zu ziehen. War nicht schlecht. Daryl. Daryl. Probiere Mimo. 66 ist eigentlich nicht unbedingt schlecht, aber ich überlege gerade, ob ich vielleicht. Na, findet alle beide, oder? Weil da würde ich mal überlegen, eine Bombe zu schmeißen. Also die Frage ist jetzt, tut der Knilch hier überleben? Dann will ich natürlich nicht. Oh, nee, dann will ich schon nicht treffen. Ah, der müsste jetzt überleben. Ich glaube, das machen wir einfach. Das müsste chirurgisch gesehen einmal freisen. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. So, dann kann jetzt. Ja, 95%, das muss doch okay gehen. Oh ja. So, Veronica, einfach mal in die Mittelstelle. Ich hoffe, ich trinkere hier jetzt nichts. Soll ich jetzt das Risiko hingehen? Ich weiß nicht, ob das schon triggert. Dürfte eigentlich nicht. Oh, ja. Okay. Das ist so viel zum Thema. Dürfte nicht triggern. Ah, nein. Nein. Überhaupt nicht gut. Was hier schon auf Feuerschutz. Herzlichen Glückwunsch. Das Mimikbiegen habe ich hier getauscht und der. Ah, der Sachgang, der Roboter. Das ist gar nicht gut. 72%. Oh, Moment. Wo ist der? Das. Ach, der ist auf dem komischen Podest. Warte mal. Wie weit könntest du. Irgendwie hier hin? Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich die im Freien rumstehen lassen soll. Ne, das mag ich eigentlich eher nicht. Ne, das kann ich nicht machen. Kann ich nicht tun. Brett fortnehmen kann ich, denke ich, hier stehen lassen. Muss ich erst mal gucken. Das war ohne Green. Ich hätte jetzt Kelusch, dass der mich ansteckt. Ja, Annäherungsmenü wäre auch ganz gut gewesen. Was machst du? Oh! Oh! Autsch! Autsch! Schlecht. Und da hat er doch jemand getroffen. Oh, nö! Oh nö, oh nö, oh nö. Ich glaube, jetzt müssen wir schwere Geschütze einsetzen. Aber sowas von. Es war nicht leicht, was Ordentliches zu trinken aufzutreiben. Aber auf dem Land gab es noch hartes Zeug. Völlig illegal natürlich. Wenn man nichts zum Tauschen hatte, konnte man sein Glück immer noch in den verlassenen Städten versuchen. Viele Leute verschwanden damals auf der Suche nach den Lastern der alten Welt. Überlege. Eigentlich, wenn die Veronica hier hingeht und. Warte mal, was ist denn eigentlich, wenn ich eine Annäherungsmine hier hinwerfe und eine Granate auf die Mine? Kann ich das machen? Weil das ist es dann, dann hätte ich doch schon gerne weg.
Könnte man doch mal probieren. Das machen wir gerade mal Tisch. So, ich setze mir mal hier eine Annäherungsmine hin. Und dann werfen wir noch eine Granate da drauf. Das habe ich schon nie probiert. Weil ich in der normalen Kampagne die Annäherungsmine eigentlich nie genutzt habe. So, Experiment beginnt. Nö. Aber das ist okay. Weil die müsste eigentlich, ne, du geh die Annäherungsmine hoch, dann hat sich das erledigt. Ich würde sagen, ich bring dich mal hier rüber. Du musst eigentlich Bluescreen haben, oder? Bluescreen. Dann kümmerst du dich um den Weg. So. Bradford, kann ich dich hier hinbringen? Das ist, denke ich, mal relativ okay. So, wunderbar. Und dann haben wir noch... Habe nur noch Reservemunition. 40%. Ich probiere es einfach mal. Weil, wie gesagt, die anderen zwei, die wäre von der Mine gekillt. Weil der Stunny kommt hier definitiv nicht ins Spiel. Und das da war ein wunderbarer Schuss, muss ich sagen. Hey, herrlich. Nice. Und du bist auch schon ein Schussloser. Hab ich's doch geahnt. Ja, der ist noch ziemlich weit weg. Was noch einer? Zwei. Aber sonst können wir noch alles essen. Advent hatte gerade erst angefangen, sich als neues globales Gesicht der Aliens zu etablieren. Wer steht denn da? Achso. An jenem Tag okay. Einen ihrer ersten Truppen vor der Bar. Ich war durchaus zuversichtlich, dass wir den Kampf gewinnen würden, aber selbst ich war beeindruckt, wie leicht wir mit ihnen fertig wurden. Oh, selbst du Bradford ist beeindruckt, wie gut wir sind. Das ist das coole Stelle irgendwie. Da habe ich jetzt gerade erkannt, dass der da steht mit dem ganzen Rauch, besonders von der Perspektive aus. Und hier sieht man es dann. Juhu! So ein Kühlschrank. Zumindest von der Größe her. Okay, Frau Cheng. Ne, mit dir gehe ich am besten auf Feuerschutz, würde ich sagen. I'm trusting you here. So, das sehe ich denn da hoffentlich, oder? Ja, was habe ich denn hier? Suchgeschosse. Ja, 97% müsste da gehen. Jawohl. Und du? Du Schnurrlade und Feuerschutz, würde ich sagen. Weil der kommt hier auf uns zu. Sehr schön. Noch schöner. Oh, Ziele erfüllt. Gerne. Wir verließen die Bahn nüchtern, aber unversehrt. Über diesen Ausgang konnte ich mich kaum beschweren. Doch, da müsste man sich beschweren. Wenn man ein paar nüchtern verlässt, dann ist irgendwas ist dann schief gelaufen. Okay. Wir brauchen ein besseres Motiv. Das brauchen wir aber irgendwie. So, brauchen wir einen anderen Hintergrund am besten. Hier ist irgendwie die Bar. So, gucken wir mal. Nee. Nee. So eventuell. Also sieht man wenigstens in die Baren. Das ist doch okay. Mal so Bild. Einwandfrei.
konnten den Advent-Einheiten vor der Bar ein paar nützliche Schutzwesten und PKS-Komponenten abnehmen. Aber wir fanden nichts, was mir von XCOM bekannt vorkam. Okay, gucken wir mal. Der Ranger ersetzt Krallengeschosse durch Hüllengewebe. Grenadier ersetzt Suchgeschosse durch Plattenweste. Panzerabweichende Munition durch Stasisweste. Bluescreen durch Gefahrengut. Nee, ehrlich gesagt würde ich gerne Bluescreen behalten. Aber die PKS, Beweglichkeit für den Ranger, Konditionierung, Wahrnehmung, Geschwindigkeit. Das hört sich gut an, das würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall das hier. Und Sanitäter, aber das ist cool. Spezialisten Feldplatte, okay, die Geschwindigkeit ist klar. Plasma-Granate von Bradford. Und Sturm und Schuss, oh, sehr schön. Tod von oben. Okay. Holo-Zielen, das ist gut. Das ist sehr gut. Schwere Geschütze nämlich auch. Das haben wir dann zwei Granate. Oh, wie geil! Ein neuer Soldat, die Sunny Pathak. Pathak? Pathak oder Pathak? Keine Ahnung, Pathak. Boah, Psy-Soldat, Seelenfeuer und Stasis und Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, würde ich sagen. Das ist ziemlich cool. Und Sunny ist beim nächsten Mal alle gerade bei. Sind wir dann mit 6 Leuten unterwegs? Wahrscheinlich, oder? Das wäre ja mal cool. Okay, mir kratzt an der Bronzemedaille. Müssen wir nur mal die nächste Insel überleben. Hinter der Bar lag der Güterbahnhof am Rand der Stadt. Und laut der Karte sollte sich dort die Zuflucht befinden. Wir fanden einige alte Wegmarkierungen. Früher wurden solche Zeichen als Gaunerzinken bezeichnet. Keiner von uns wusste, was sie bedeuteten, aber wir waren fest davon überzeugt, dass sie uns warnen sollten. Wir waren jedoch zu weit gekommen, um umzukehren. Wir mussten wissen, ob die Aliens diese Leute erwischt hatten. Der Güterbahnhof war seit Beginn des Krieges nicht mehr in Betrieb. Der zwischenstaatliche Handel war zu diesem Zeitpunkt mit wenigen Ausnahmen komplett zusammengebrochen. Die alten Waggons erschienen einigen bestimmt wie ein gutes Versteck, als die Aliens in die Stadt einfielen. Doch falls jemand überlebt hatte, fanden wir keine Spur von ihnen. Wir waren jedenfalls ziemlich enttäuscht. Hier gab es keine Zuflucht. Und wenn es sie je gab, hatten die Aliens sie vollständig zerstört. Okay, der Güterbahnhof. Hier müssen wir wieder einfach nur durchkommen, so scheint es. Die Map, die kenne ich noch zu gut. Und oh, guck mal an, wie das sieht mal geil aus, oder? Das Graffiti hier. Das ist cool. Die Map kann ich mich noch erinnern. Na, ein bisschen anders hat so ausgesehen, oder? Ich dachte jetzt. Moment, mir starte aber hier ganz außen. Nee. Ich glaube, hier sind wir dann immer gestartet oder so. So ein bisschen kommt es mir ja bekannt vor. Und wenn das die ist, wo ich bin, dann war die immer schlecht für mich. Aber ich würde sagen, wir machen das da in der nächsten Folge, diese vierte Mission, und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Und bis dahin dann. Bye, bye.